Willkommen zurück, Avatar Frontiers of Pandora. Ich bin euer Firumbo. Ich rufe mal unseren Nick ran, denn ich habe noch ein bisschen was zu erledigen hier. Na, wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Dieser tollen Open-World. So, ich mag halt die Pandora-Welt. So, wir müssen jetzt erstmal böse Bergbauarbeiten wieder verhindern. So. Schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Das Mensch, das ist Böses, da. Da sind wieder Sniper dabei, okay. Da. Ja, ich glaube, das ist so das böseste Gebiet eigentlich. Bis jetzt. Richtig schön nervig. Schöne Steine wieder. Meine Lieblingssteine. Ersatzteile. Natürlich ist es genau da. Naja, der hat ja echt. Ich hätte doch den anderen erstmal auch nicht. Ups, so, das ist gut hier auch einfach nur, ne? Und dann haben wir hier noch einmal zu drehen. Das. So. So, die Pflanzenwelt ist alles überwuchert. Ich weiß nicht, wie sie mit allem überwuchern will eigentlich, aber gut. Wieder die Pflanzen halten dran. Gut. So, wir machen mal so. Wir machen mal so. Und. So, dann haben wir hier meine Mod. Dann brauchen wir nicht. Wir nutzen es alle Kacke hier. Oh ne. Ja, eine Blendgranate, die wir noch nicht hatten. Okay. Jetzt hier Angelplatz. Okay. Gut, danke.
So, wir rufen unser Pokémon. Dann gehen wir nämlich hier hin. Wo ist er? Der macht auf einen Sturzflug. Sehr schön. So. Los, Dämon! Sollten wir auch schon mal ein bisschen weiter sein mit unserer Luftreinheit. Ist das hier direkt? Ja, ja! Nö. Noch ein Stück in die Richtung. Da sehe ich ja die Drachen schon. So, hallo. Beißen Rast. Wenn du gewinnen willst. Was der Wind zerlegt das in Fetzen. Du brauchst robustere Kleidung. Hm. Ich hab leider nichts anderes. Du musst stillhalten, um die Landschaft zu deuten. Ja, noch so eine Wurzel, okay. Cool. Ja, ich brauche jede Menge von diesen komischen Wurzeln. Die ich irgendwie nicht finde. So. Ich habe ein paar Steine umher bewegt, um zu sehen, wann sie es bemerkt. Warte, sollte die Waffen, wenn ich zu uns denke, so müsste noch. Also muss es doch theoretisch noch eine größere Tasche geben für eine Mod. Meine ich, oder? Achso, ich bin hier. Oh, mal ein bisschen trinken. Ein bisschen Mining. Und vor allem kann er Räusche haben. Ich muss ein bisschen Zeit vergehen lassen, wenn ich wollen würde, aber das brauchen wir ja gerade nicht. So, dann machen wir noch den da eben schnell. Zack. So. Haben wir auch schon wieder ein sehr gutes Stück geschafft. Finde ich. Meine Kram braucht Essen. Na ja, nur mal für das. Ja. Hui. So, da ist das schön alles kaputt gehen. Ja, ich bin stecken, cool. Da ballern wir das erstmal, ne. Obwohl wir das Strom ja nicht aktiviert haben, ist das trotzdem noch ein Brutzeln, komischerweise. How it works, I don't know. So, zack, 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 du gehst da lang und du willst auch noch von da Strom haben, okay. Zack. Und dann will der Verteilerkasten noch repariert werden. Und dann können wir das Ding aktivieren. So, und was haben wir? 41. Hm. Ja, ich hatte ein bisschen mehr gehofft gehabt schon, aber gut. Dann ist das halt so, ne? So, haben wir das. So, hier haben wir nichts. Schade. So. Irgendwas noch. Netter, netter, netter. Alles in Dotter. Gut. So. Ich weiß mal, einfach mal alles rein, gucken, was passiert. Schauen wir mal für eine Aufgabe los. Oh, die Bärenfrucht, ja. Auch schon wieder eine Quest. Stimmt ja, war ja was. Ich erinnere mich. So, haben wir denn hier noch irgendwie was, was ich für eine andere Quest bräuchte? Blutrinde oder so brauchte ich dann noch, oder meine ich? Schmarrende war das nur, okay. Und hier, wenn wir es hier abgeben könnten. Nö. Und es regnet gerade, okay. Gut, da haben wir das alles jetzt gemacht, dann würde ich sagen. Na, hier muss ich hin, ne? Wo warst du? Du hast die. Die da. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. So. Taku ist da hinten. Okay. Da sollen wir ihn finden. Ich habe hier noch ein Bäumchen zu holen. Und da ist auch noch ein
Lager, was ganz cool ist. Aber da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich kann da hinreiten. Würde mich mal interessieren. Ah, hier ist auch so ein Platz. Oh, so. Jetzt guck mal, Zweck. Achso, da. Ja, ja. Ja, trotzdem weit. Was soll ich sagen? Ob ich da vielleicht einfach hochsuchen kann? So, eine Touchable. Ich berühre dich. So. So, und jetzt gehen wir in die Richtung. So, hier komme ich ja schon mal hin. Ah, oder hier kommt bei dem sowas wie hier, aber ich bin absolut nicht erfolgt. So. So, direkt in Ordnung. So. So, jetzt haben wir hier Energie hier. Dann so, den Doppelung und dann können wir da aktivieren. So, sehr schön. Immer noch 41%. Und wir haben einen Anruf hier. Hey, wir bekommen mehr Überläufer. Sogar einen ganzen Trupp. Pauschalpaket. Und bevor du was sagst, ja, es gibt ein Aber. Tut mir leid. Ihr Truck war zuletzt irgendwo in der Steinernen Feste. Ein ziemlich gefährlicher Ort. Selbst für bewaffnete Menschen. Oh, ich schicke dir das letzte Bild, das Levin gesendet hat, bevor der Kontakt abgebrochen ist. Sie erwähnte auch einen See dort. Ich werde sie finden und ihnen helfen. Aber die Offizierin Levin ist ziemlich autoritätshörig. Und jetzt wird sie abtrünnig? Da schlägt mein Priya-Sinn an. Denkst du an eine Falle? Oh Mann, ich weiß nicht. Sei vorsichtig. Oh, dann kann ich auch gleich sagen, bring Snacks und zieh dich warm an. Sind ja mal vorsichtig. So, gut, haben wir das gemacht. So. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Den Früchten, die wir haben. In Ruhe, Platz. So, wo muss ich denn hin? Nein. Okay. Ich lauf und guck mal. Wirklich total der perfekte Platz. Oh, schöne Farben für eine noch schönere Malerei. An die Arbeit. Darf ich auch selber malen? Schauen wir nicht. Okay. Wow, das ist ja der Hammer. Aber bestenfalls Durchschnitt für solche Künstler wie uns. Das kriegen wir noch besser hin. Wir könnten vielleicht die Aranahe fragen. Mehr Arbeit als erwartet. Die Clans alle vereint. Einfach umwerfend. Einfach episch. Wir bräuchten eine spezielle Farbe, die Clans schätzen. Ich weiß, wen ich dafür fragen muss. Haben wir denn jetzt unsere Sachen verloren hier? Ne, den nicht. Komisch, aber so den anderen schon. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder?
bisschen hasselig. Jo. Okay. Da machen wir mehr Aufgaben scheinbar. Also. Eine kleine Einmischung. So. Zu ihrem eigenen Guten. Hallo. Ich habe da eine Frage über Farben. Ich sehe, du findest langsam deine Farbe. Mein Rat trägt Früchte. Nicht für mich. Für einen Felsen. In der Höhenprärie. Farbe für einen Felsen verschwenden? Das kann nur von den Sesua kommen. Einer der Künstler zeichnet die Clans. Welche Farbe repräsentiert deinen Clan? Es gibt mehrere. Aber eine, die wir besonders schätzen. Die Farbe der Schicksalsfrucht. Aber sie muss reif sein, sonst sieht der Felsen noch glanzloser aus. Mein liebes Kind, was trägst du nun Schreckliches? Oh. So, ist da was Neues? Kann ich weiterhelfen? Nein, nicht wirklich, ne? Komm her, wenn du mehr brauchst. Habt ihr euch nicht entwickelt? Die winzigen Himmelsmenschen, unsere Speere. Sieh dich ruhig um. Scharlach, okay. Sandfrucht, okay. Also dann. Was benötigst du? Alles und noch viel mehr. Ja. Ihr seid einfach langweilig geworden. Pfleg deinen Bogen gut. Ja. So. Lang, oder? Gehen wir raus. Ja, aber nicht den raus, wollte ich auch. Okay. Ach, schon ist Antikara-Weg, ne? Wir waren von da noch so hier lang, glaub, vielleicht. Hallo? Ich sehe ein starkes Band zwischen dir und Etu. Ja, wir haben viel zusammen durchgemacht. Der Tod verbindet uns alle, vor allem wenn man ihm gemeinsam gegenübersteht. Etu braucht dich jetzt. Ist er okay? Ja, körperlich, doch seine Seele leidet. Seine Ikran zu verlieren, ist unvergleichlich kummervoll. Etu lebt stets im Augenblick. Nun muss er innehalten und Verantwortung übernehmen. Das mag er nicht. Kann ich ihm helfen? Er hat mir geholfen. Ich will mich gern revanchieren. Nur Etu weiß, wie er sich von Somme verabschieden kann. Deine neue Ikran-Bindung zeigt ihm vielleicht, dass es Zeit ist, loszulassen. Ihr könntet es gemeinsam tun. Das wäre mir eine Ehre. Gut. Die Jäger wispern, Etu verbringt viel Zeit an dem Ort, an dem Somei starb. Dort findest du ihn wahrscheinlich. Die Kleider der Na'vi sind erste Klasse. So, aber war mal eine Quest. Was hieß, gehen. Wenn die Kamettiere ihr Wissen geteilt hätten. Der bin ich doch komplett falsch abgebogen aus. Ach ja, ich muss ja hier oben. Ha. Stimmt, es ja. Ist Jahre her, dass dein Volk uns besucht hat. Mutter versteht einfach keine so, hier müssen wir lang. So, da geht's dann zu dem amischen Lager. Ist hier noch was? Hallo? So, da geht's in den Raum rein. Velfilo führt bald eine Jagdgesellschaft. Und hier, der Sieg habe ich gesucht. So. Ah, das ist auch nicht krank. Die Pflanze schon im Mai offen? Schauen wir mal. Ah, die wollten mich auch noch mit uns quatschen. Komm her, Freundin! Ah, der Duft! Die süßen Ginglor-Blumen zaubern allen ein Lächeln ins Gesicht.
Eine neue Königin wurde geboren. Dank dir ist dies nicht mehr das einzige Nest. Der Wald ist bereit für die Rückkehr der Ginglor. Doch sie brauchen Hilfe. Die neue Königin kennt nur den Heimatbaum. Ich möchte helfen, wenn sie mich lässt. Das wird sie. Stetes Herz sieht stete Flügel. Erinnerst du dich? Du musst sie nur in den Wald führen. Sie wird den Baum als ihr neues Zuhause wählen. Aber beobachte sie. Sie wird dir zeigen, wohin es geht. Meide Gefahren, vor allem Wasser. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Andernfalls wird sie davonfliegen. Vielleicht sogar hierher zurück. Es sei denn, sie macht an einer Blüte Halt. So, haben wir so vieles angenommen. Gut, 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 gut. So, okay. Gefühlt schon ewig kann ich mal hier irgendwie. Ach, hier war noch sogar noch was. So. Okay, so haben wir das alles schon mal angenommen. So, was haben wir denn jetzt hier an Quest? Schauen wir doch mal. Das ist unsere Hauptquest natürlich immer noch. Aber später. So. Technische Unterstützung. Wir hatten einen Tipp erhalten. So, okay, das war das, genau. Versuche den Twack. Hier brauche ich die Schicksalsfrucht. Habe ich die nicht sogar? Sammle eine bessere oder wertige Schicksal. Dann zum Beispiel muss ich mir meine Schicksalsfrucht, dann gebe ich die dem einfach ab. Ist aber klar, ne? Eine Meisterin. Wir sollten ihr alle in die Schlacht folgen. Von welchem Clan bist du? Ja, aber doch, ey, quatscht echt viel. Es war der erste Samen des Heimatbaums. Ui, ja. Ich bin einfach wieder zurückgeflogen. Ich muss hier lang. Da lang. Ich brauche eine Schicksalsfrucht. Glaube ich keine mehr. Ach da. So. Und meine Schicksalsfrucht, die muss ich dann noch hier bringen, ne? Ja. So. Machen wir doch ein bisschen was Zusammenhängendes noch. Ich muss zu den Windgemälden. So viele Farben. Ich bin da, ich bringe dir die Schönheit wird noch. Sieh dir die Farbe an. Ja. Sehr aufregend, aber auch zart. Eine Farbe der Weber. Oh. Ich bin gespannt, was das am Ende darstellen wird. Nun, ich mag es. Ist hübsch. Oder? Hübsch. Sieh es dir genau an. Saug es in dich ein. Fühl die Emotionen. Ich kann das Flattern der Flügel der Kinglor hinter mir fast spüren. Wir haben was Tolles geschaffen. Was für eine langweilige Rüstung. So, ich muss alle meine Rüstungen kritisieren. Und fies. So. Diese Quest kann man nicht abgeschlossen werden. Mach anderen Quests weiter. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil ich dann in einem anderen Gebiet sein muss. Denke ich mal. Flug der Nahrung. Finde Etu. Alles haben wir auch. Level 19. Uff. 20, 15, 15 sollte eigentlich noch möglich sein, ne? Mit unserem Level 14. Ich hasse diese Scheiße. Das ist ständig immer wieder. Guckst dir an, guckst dir an. So, natürlich schlechter. Schön, dass die Beine am Blinken sind.
So, hat man nicht irgendwo noch was gehabt an Mutz? Mal hier auch nochmal Hose, Schlüssel, Mutz. Hier ist alles schlechter. Okay. Warte, hier fehlt mir jetzt schon mal noch ein Bogen. Hier fehlt aber noch ein Gewehr. Jetzt kostet er so viel, das Zeug haben. Sehr, sehr schön. So, wir haben auch noch einen Audio-Log gehabt, stimmt ja. Heutiger Bericht. Charlie Foxtrot. Verdammte Wildtiere sorgen für Unruhe. Echt fiese Bestien. Wurden von so einem Viech angegriffen. Das Ding hat mein MPA komplett zerlegt. Ohne die Luftunterstützung hätte ich das nicht überlebt. Hab das Ding aus der Nähe gesehen. Da hatte die Psyops die Finger im Spiel. Riemen, Tattoos, was zur Hölle? Ich hab nachgefragt. Ein fehlgeschlagenes Experiment. Tiere gegen Tiere. Um Abbaustellen zu räumen, verdammt. So hieß es jedenfalls. Bin mir da nicht so sicher. Das Vieh hatte keine Tentakelfühler. Hat bestimmt was mit Gedankenkontrolle zu tun. Die Wissenschaftler wollten Zombies schaffen oder so. Hoffentlich machen sie das nicht mit uns. Und wollte ich Zombies schaffen, okay. Klingt natürlich auch nicht so geil. So, was haben wir denn noch so an Quests jetzt? Dritte Verbindung, nachher wieder diese Jagddinge, ne? Das war es doch, meine ich, ne? Hier direkt, okay. Da ich doch trotzdem meine Wegmarkierung da sitzen. Dann schaut mal. So, noch nicht, warum die Dinge, warum es die Dinger hier gibt, ob es auf die eine Mission die gehört hat. Bin ich ganz ehrlich. Das. Oh. Was ist davon auch noch gefunden gerade? Ein Baum. So, dann jagen wir doch mal. Weil er hier eigentlich nicht so viel sein dürfte. Wo haben wir denn die Bösen? Ich weiß nicht, was mich hier eigentlich erwartet. Ich hab mein Thanatos, oder? Da ist irgendwas Krasses. Halt dich doch fest! Junge, Junge, Junge. Werde ich schon gejagt, oder was?
Ja, komm schon, ich weiß, es wird schon. Schauen wir da rein. Was war hier los? Ein Signal? Das muss ich untersuchen. Okay. Was darf ich denn jetzt? Jetzt schon was sammeln können jetzt? Okay. Das Rätsel mir sogar schon mal, meine ich. Hajir, ich konnte die Bestie erlegen. War nicht leicht. Einer erledigt. Sehr gut. Das ist nicht der erste wilde Thanator, dem ich begegnet bin. Dieser hier hat auch ein Gerät verschluckt. Ich muss mehr über die Sache herausfinden. Die RDA-Soldaten haben von einer Psyops-Anlage bei den heißen Quellen gesprochen. Es könnte sich lohnen, sich das anzusehen. Lohnt nicht. Dort ist nichts. Außer Leid und Elend. So Leid und Elend. Mhm. Okay. So, haben wir das auch. So. Klammerbeiträge. Ist irgendwas bei Erkundung dabei, was wir noch so machen könnten? Ja, das ist theoretisch, ne? Aber gut. Dann hätten wir das noch. Die Erinnerung, das wäre noch ganz interessant. Finde ich. Der wäre da. In der Nähe, okay. Dann gehen wir mal dahin. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.